Vor allem Sitz und Größe der Myome entscheiden über das operative Vorgehen. Sehr große oder ungünstig gelegene Myome müssen in einer Operation mittels Bauchschnitt, Laparatomie, entfernt werden. Wenn möglich, werden jedoch die kleineren Eingriffe gewählt. Die Bauchspiegelung, Laparoskopie, hier sind nur drei kleine Schnitte nötig, oder die Gebärmutterhöhlenspiegelung, Hysteroskopie. Sie kommt ganz ohne Schnitt aus. Das Operationsbesteck wird durch die Scheide eingeführt.